Wir sind heute wieder in Zurndorf bei Gemeinde Aktuell mit Bürgermeister Werner Friedl. Grüß Gott. Ein herzliches Grüß Gott, BKF. Ich freue mich immer wieder, wenn ihr nach Zurndorf kommt, dass wir Informationen auch ins Land hinausschicken können. Wir stehen da jetzt in einer Klasse der Volksschule, die neu errichtet worden ist. Wie viele Plätze gibt es da? Wie viele Klassen sind neu errichtet worden? Aufgrund der Anzahl der Schüler, Gott sei Dank, wenn ich zurückdenke, so ungefähr 11 Jahre haben wir Probleme mit den Schülern gehabt. Mittlerweile haben wir in der Volksschule schon an die 100 und auch die Mittelschule ist mit 136, 140 Schülern wirklich gut besucht und dadurch haben wir natürlich auch Probleme mit den Klassen gehabt und daher haben wir müssen Container aufstellen und ich muss sagen, wenn man sich die Neugestaltung der Volksschule bzw. den Zubau ansieht, da muss ich sagen, es ist wirklich super gelungen. Freundliche Räume, Klimaanlage und im Großen und Ganzen sind alle zufrieden, von den Lehrkräften angefangen bis zu den Schülern. Es stehen ja auch personelle Veränderungen an in der Schule. Ja, ich muss sagen, ein herzliches Dankeschön an unsere Frau Direktorin Luise Ma, die mit Anfang September in den verdienten Ruhestand geht und unsere Volksschuldirektorin wird dann die beiden Schulen, Volksschule, Mittelschule übernehmen und ich wünsche ihr auch alles Gute und denke, dass das im Sinne unseren Elternverein, unserer Eltern, unserer Großeltern und natürlich auch unserer Schüler zur vollsten Zufriedenheit über die Bühne geht. Ich spreche gerade mit der Frau Denise Bammer. Sie macht die Nachmittagsbetreuung der Kinder in Zurndorf. Wie wird das angenommen? Wie viele Kinder kommen da? Also in Hort, also während der Schulzeit, sind so um die 60 Kinder. Sommerbetreuung sind so um die 15 Kinder da. Welche Möglichkeiten haben die Kinder in der Sommerbetreuung zu spielen? Also sie können im Garten draußen spielen, sie können am Fußballplatz spielen. Wir gehen dreimal die Woche spazieren, am Teich, am Spielplatz. Sie können auf der Lego-Ecke spielen, sie können Karten spielen, sie können mit die Bausteine spielen. Also sie haben sehr viele Möglichkeiten. Sie können alles nutzen. Herr Bürgermeister, wie sieht es mit neuen Betriebsansiedlungen aus? Betriebsansiedlungen muss ich sagen, dass die nicht schlecht sind. Es haben sie zwei Firmen hier, was eh schon allseits bekannt ist, die Firma Siegerti, die hier die Sektproduktion, aber auch sie würden auch kulturelle Programme, wo mit Land auch schon Verhandlungen geführt werden, ansiedeln und die Firma Lutz. Ich muss sagen, die Bauvorhaben oder die Bauverhandlungen sind abgeschlossen und ich hoffe, dass die Firma Siegerti dann wie vorgehabt mit Mitte Juli zum Bauen beginnt und dann nächstes Jahr in Abschluss findet und die Firma Lutz ist auch so weit, dass man sagt, wir sind wirklich auf Schiene und ich hoffe, dass das dann auch in anderthalb Jahren so weit ist, dass man sagen kann, Zurndorf hat wieder um die 200, 250 Arbeitsplätze, was für die natürlich sehr, sehr wichtig ist für die Gemeinde, da wir auch von der Kommunalsteuer soziale Aufwendungen dann tätigen können. Ja. Die Firma Enercon ist ja auch hier angesiedelt. Wie schaut es mit der aus? Ja, die Firma Enercon, muss ich sagen, da sind wir auf einem guten Weg. Es hat sich da eine Firma darum bemüht, um das Anwesen von Enercon zu übernehmen. Die Verhandlungen laufen und ich bin guter Dinge, dass es auch in ein paar Monaten zum Abschluss kommt, wo es natürlich auch wieder um die 60, 70, 80 Arbeitsplätze bringen wird. Und ich bin immer optimistisch und zuversichtlich. Wir stehen hier vor dem neu errichteten Bauhof. Wieso war das notwendig und was hat es gekostet? Also der Bauhof war notwendig, war schon einschutzgefährdet, er wurde gesperrt seitens der Behörde und ich muss sagen, er ist auch in die Jahre gekommen. Und wenn wir sich das angeschaut haben, wie die Herrschaften da, also die Mitarbeiter, Kollegen hier gearbeitet haben oder hier gewohnt haben, das war für mich schon wirklich menschenunwürdig und es war höchste Zeit, dass wir den Bauhof geschliffen haben, neu aufgestellt haben. Und die Kosten haben sie um 550.000 Euro belaufen. Muss er dazu sagen, das Geld ist mir das wirklich wert, schon allein. Kann mich da erinnern an den Landeshauptmann Niesel,
wenn man einem Menschen helfen kann, in dem Fall haben wir mehreren Menschen geholfen, dass wirklich Bedingungen haben zu arbeiten, weil das, was die gehabt haben, das war nicht mehr zum, wenn ich da in den Hinterhof gekommen bin und bin in das Büro reingegangen, habe ich mich geniert, dass ich der Bürgermeister von der Marktgemeinde Zuhndorf bin. Mittlerweile haben wir es dann so geschaffen, dass das wirklich top Ausstattung ist und die Investitionen haben sie wirklich gelohnt. Und ich bin stolz, dass die Kollegen hier so wirklich Bedingungen haben für Jahrzehnte. Wir können reinschauen und das Ganze anschauen. Also das Geld, was wir da investiert haben, wo auch das Land ein bisschen an Zuschuss geleistet hat, ein herzliches Dankeschön an Landeshauptmann. Also das war eine tolle Sache. Dann schauen wir ein bisschen rein, was sich da drinnen abspielt. Gerne, ja. Ich habe hier Rainer Bammer, der Chef vom Bauhof. Wie zufrieden sind Sie mit dem Neubau? Also wir sind total zufrieden, wenn man weiß, wie das alles vorher gewesen ist und wie das jetzt ist. Es ist eigentlich ganz, ganz toll geworden. Ja. Kann man gar nicht mehr vergleichen? Nein, auf keinen Fall mehr. Das vorher alles gewesen ist, das war ein 150 Jahre altes Gebäude und jetzt haben wir da einen ganz eben Neubau stehen. Also wir sind total happy. Wir haben gehört, es soll ein Pflegekompetenzzentrum in Zuhndorf gebaut werden. Wieso gerade hier? Also ich muss sagen, der Landeshauptmann Hans-Peter Andowsko-Ziel bzw. der Landesrat haben Aussendungen im Burgenland gemacht und die Rückmeldungen haben dann ergeben, dass viele der Burgenländer und Burgenländer zu Hause gepflegt werden wollen, beziehungsweise sind ein paar Prozent, das nicht mehr möglich ist. Und der Neißelbezirk ist einer der größten Bezirke mit 60.000 Einwohnern. Und da ist nachdem die Idee von Herrn Samek geboren, ob wir den Zuhndorf das Pflegekompetenzzentrum bauen könnten, weil seine Frau ist Krankenschwester und sie weiß, von was spricht. Und ich muss sagen, sind wir dann zum Landeshauptmann gefahren und zum Landesrat Iletic und haben darüber gesprochen und er hat sofort innerhalb von 4 Wochen haben wir die Zusage gehabt, dass wir gemeinsam mit der OSG, mit dem Samariterbund und mit der Marktgemeinde Zuhndorf in der Nähe des Kreisverkehrs ein Grundstück finden mit 12.000 Quadratmeter. Und ja, Samariterbund war damit einverstanden, auch die OSG, die das Grundstück schon vorher besichtigt haben. Und dadurch ist es dann zur Pressekonferenz gekommen, das Grundstück wurde veräußert an die OSG, die Pläne wurden erstellt. Und so wie die vorher mal sahen, dass Zuhndorf zentral liegt in der Nähe vom Krankenhaus, dass die Bewohner hier eigentlich die nötige Unterstützung bekommen. Und dadurch ist das Gott sei Dank in Zuhndorf dazu oder der Zuschlag in Zuhndorf verteilt worden. Wie viele Leute können dort gepflegt werden? Und wie viele Arbeitsplätze werden entstehen? Ja, das ist 60 Betten, also plus 10 oder inkludiert für Behinderte. Und es ist gemeinnützige, das heißt, die Gemeinde Zuhndorf bekommt keine Kommunalsteuer, aber sie bekommen dann die Ertragsanteile, weil das heißt, wenn jemand in Zuhndorf ins Pflegeheim einzieht, dann muss er Hauptwohnsitz gemeldet sein. Und von den Arbeitskräften her werden es ca. 40 sein, was auch für das gesamte Umfeld von Zuhndorf, also für die Region, sehr, sehr wichtig ist. Also da haben wir wieder Arbeitsplätze geschaffen für die Leute, dass sie halt nicht auspendeln müssen, dass sie in unmittelbarer Nähe einen Arbeitsplatz finden von ihrem Wohnsitz. Für wann ist die Fertigstellung geplant? Es wird noch heuer der Spatenstich erfolgen, also im November, Dezember. 2020 wird dann gebaut und 2020, so gut will, wird das dann der Bevölkerung übergeben. Ja. Welche Bauvorhaben gibt es in nächster Zeit in Zuhndorf, infrastrukturmäßig? Also infrastrukturmäßig müssen wir schauen, dass wir beim Straßenbau weitermachen. Das wird dann die Neuselergassen hinter sein, wo Mitte, Ende August angefangen wird. Und ein wesentlicher Teil ist auch die alte Straße, wo der Gehsteig von Friedhofsauffahrt bis dann zur nächsten
Auffahrt Richtung Friedhof über die Bühne gehen wird. Die Ausschreibungen sind draußen, der Beschluss vom Gemeinderat ist gefasst. Also hoffen wir, dass die Firmen bald Zeit haben, um dann diese Bauvorhaben durchzuführen. Herr Bürgermeister, wir stehen jetzt hier, wo der neue Pillar gebaut wurde, der neue Kreisverkehr. Gleich hinter Ihnen kommt das Pflegekompetenzzentrum. Und wir haben heute wieder viel gehört von Ihrer Ortschaft. Ich sage besten Dank und schauen wir ein Stück nach vorne. Gerne, ja. Also ich muss sagen, ich bedanke mich auch recht herzlich. Wie das letzte Mal da war, war der Kreisverkehr noch nicht fertig. Hat auch einen wesentlichen Anteil das Land bezahlt. Und hinter mir ist die Biowiese, weil wir sind ja auf Bio eingestellt, auch in Zuhndorf, muss ich sagen, sind über 50% Biobauern schon. Also sie haben die Biowelle in Zuhndorf auch übertragen bekommen. Wenn ich sage, ich bin eine Umweltgemeinde, gesundes Dorf, also wir fühlen uns in Zuhndorf voll. Und es ist, ich bin eigentlich stolz in so einer wunderbaren Gemeinde oder dankbar, in so einer wunderbaren Gemeinde dienen zu dürfen. Herzlichen Dank. Dankeschön.